Wenn auch du gemeinsam mit mir einmal darüber nachdenken möchtest, was ist das, was der Networker wirklich braucht? Was sind die Themen, die Networker wirklich interessieren? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Oder wo sind die Punkte, wo man sagen kann, das ist so der Topf an Problemen, die im Network Marketing oder wenn man mit Network Marketing in Berührung kommt, entstehen. Das sind die Probleme, die entstehen, wenn Network Marketing gelebt wird, wenn man beginnt mit Network Marketing. Und was sind die Stolpersteine, die auf einmal im Weg liegen, die man nicht erwartet hat? Das heißt, die Sendung heute ist genau das Gegenteil von sonst. Heute ist der Markus, der Zuhörer, der Leser, und du bist derjenige, der mich unterstützt oder der die Branche unterstützt, der alle unterstützt, die mit Network Marketing zu tun haben. Und in Vorbereitung auf das, was denn da kommen wird, zum Beispiel morgen, möchte ich gerne mit euch die Probleme erkennen, ermitteln, die ihr alle hattet, als ihr mit Network Marketing angefangen habt. Das heißt also, heute am Samstagmorgen möchte ich von euch die Unterstützung bekommen, dass ihr mir schreibt, welche Probleme habt ihr gehabt mit Network Marketing? Welche Probleme kennt ihr in eurem Team mit Network Marketing? Solche Dinge wie Glaubenssätze. Ich hatte das Gefühl oder ich kenne jemanden, der hat gesagt, ich habe nicht genug Leute. Dann gibt es jemanden, der sagt, ja, ich bin eigentlich schon ganz gut, aber ich bin aber auf einem Plateau angekommen. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich kann meiner Familie nicht erzählen, was ich tue. Das heißt, ich möchte euch auffordern, ich möchte dich bitten und ich gehe fest davon aus, dass wir das heute schaffen, nach einer kleinen Eingewöhnung, dass du jetzt wach wirst und denkst, oh, jetzt muss ich was tun. Schreib du bitte hier rein, was du, wie so bei einem Brainstorming, was du glaubst, sind die Themen, die im Network Marketing aufkommen, also die Probleme, die eigentlich gelöst werden wollen. Wie wäre dein Leben in schön? Was wäre die Idealsituation im Network Marketing? Und jetzt pass auf, wenn du jetzt aufschreibst und sagst, ja, es wäre schön, wenn alle Network Marketing machen würden, dann wäre das wahrscheinlich nicht so schön, weil wenn jeder Network Marketing machen würde, wäre es kein Geschäft mehr. Weil Network Marketing ist genauso wie Bodybuilding. Ja, du sagst, ja, es wäre total schön, wenn jeder tolle, schöne Muskeln hätte. Nee, du musst dich dafür anstrengen, du musst dafür was tun. Aber ein Problem wäre, wenn wir das jetzt mal mit Network Marketing vergleichen würden, du wärst so gerne Bodybuilder, du würdest es gerne machen und es gäbe halt kein Sportstudio, wo du deine Übungen machen könntest. Wenn es das nicht gäbe, dann wäre das ein Problem, weil du weißt, was du tun möchtest, du weißt, was du tun musst, aber du kannst nicht. Und deshalb möchte ich anfangen, dass ihr mit anfangt, mir die Dinge aufzuschreiben, damit wir hinterher eine Liste haben an all den Problemen, die es im Network Marketing gibt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich diese Liste nicht möchte, um mich zu freuen, was alles nicht klappt, sondern ich möchte gerne dazu beitragen, dass es besser wird. Das heißt, lasst uns heute Morgen, für die, die Lust haben, in ein Brainstorming einsteigen und schreibt mal bitte hier in die Kommentare, was ist das Problem? Ach, hier geht's schon los. Also, die Barbara schreibt, nachfassen und Bedarf herausfinden ist ein Problem. Das ist super. Genau solche Sachen möchte ich gerne hören. Ich habe mir auch ein paar Sachen mal aufgeschrieben, damit ihr so, damit wir mal so ein Problem-Topf finden, damit ihr versteht, was es kann. Ich habe verschiedene Typen aufgeschrieben. Es gibt den Networker, der nicht richtig eingearbeitet wurde und der das Geschäft zwar versteht, kognitiv, also der zwar sagt, ich verstehe das Geschäft, aber der nicht vorankommt. Das ist also ein Problem. Dann gibt es einen Neuling, einen Menschen, der neu ist im Network Marketing, der überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Der hat das irgendwie gelesen und kommt damit in Berührung und hat überhaupt keine Ahnung, wie er jetzt anfangen soll, weil die Person, die ihn eingeschrieben hat oder die ihn registriert hat, ebenfalls keine Ahnung hat. Das ist, weil sie noch ganz, ganz neu sind. Dann habe ich einen Interessent, der sich fragt,
Also jemand, der neu ist, du hast einen Interessenten, du erzählst ihm vom Network Marketing und er sagt, okay, der ist ganz interessiert, aber du schaffst es nicht, weil du nicht auch vielleicht für ihn noch nicht der Experte bist, du schaffst es nicht, einem Interessenten das Gefühl zu vermitteln, was hinter diesem Geschäft steht. Dann hat dieser Interessent natürlich den Bedarf, mehr zu erfahren, aber du bist vielleicht nicht noch nicht die richtige Person, das zu tun. Angst, auf Menschen zuzugehen. Okay, super. Der Preis vom Produkt wird hier als Problem genannt. Okay, sehr gut. Dann gibt es Menschen, glaube ich, die sind relativ erfolgreiche Einzelkämpfer. Die schaffen es, eine Gruppe von Menschen, viele Menschen zu registrieren, zu begeistern für das Geschäft. Aber dann kommt der Punkt, wo sie merken, dass sie auf so einem Plateau sind, weil das, was sie tun, der Typ, der sie sind, der ist nicht duplizierbar. Das heißt, es geht da nicht weiter. Das ist ebenfalls eine ganz große Gruppe von Menschen, die ich schon kennengelernt habe. Die sind selber hervorragende Networker, aber in ihrem Team ist auf einmal Schluss, weil die alle sagen, ja, aber so wie du kann ich nicht sein, weil sie nicht duplizierbar sind, auch weil da wieder die Duplikation nicht greift, weil die natürlich ihre persönliche Eigenart nicht weitergeben können an andere. So, ihr Lieben, lasst mich nicht hängen. Team aufbauen, nachfassen. Okay. So, dann habe ich noch einen hier. Es gibt Menschen, das Problem ist, es ist ein Ansatz. Ich habe schon Leute erlebt, die sind ins Network Marketing gekommen, die gesagt haben, ich möchte von Anfang an alles richtig machen. Und ich möchte mein Team vom ersten Moment an mitnehmen. Das, was ich lerne, möchte ich, dass mein Team das auch erfährt. Könnte das was sein, dass ihr seht? Ach, guck mal, da kommt was. Kunden finden Produkt gut, aber die gewünschte Wirkung tritt nicht ein oder lässt sich durch was anderes ersetzen. Okay, sehr gut, Christine, prima. Das heißt also, da fehlt dem einen oder anderen der Produktglaube oder die Produktüberzeugung. Das heißt, bei dem einen hat es gewirkt und bei dem anderen hat es nicht gewirkt und du bist ganz begeistert, aber dein Kunde erlebt nicht das Gleiche, was du erlebst. Dann gibt es Networker, die vor Jahren das Geschäft mal betrieben haben und die wieder zurück möchten in diese Branche. Das ist übrigens so ein kleines Geheimnis, was ich euch verraten kann. Wenn jemand einmal mit Network Marketing angefangen hat und Network Marketing verstanden hat und in diese Welt eingetaucht ist. Und dann hat Eric Worre mal gesagt, der kommt immer zurück. Jeder, der Network Marketing einmal begonnen hat, kommt wieder zurück und sitzt irgendwann wieder am Tisch, weil die Idee, die hinter Network Marketing steht, so tief ins System einzieht, weil jeder sagt, das wäre halt so unglaublich fantastisch. Ich habe gestern Abend eine Dame wieder getroffen. Ich habe sie nicht kennengelernt, aber ich habe gestern das erste Mal mit ihr beim Abendessen am Tisch gesessen. Und diese Dame, ich weiß, sie ist eine Networkerin, ich war gestern in einer Gruppe von Networkern und diese Dame hat mir gestern erzählt, dass sie schon seit ungefähr einem halben Jahr oder doch seit einem halben Jahr ungefähr jetzt hauptberuflich tätig ist. Also, dass sie das nicht mehr nebenbei macht, sondern dass sie das jetzt hauptberuflich macht. Und wie herrlich das ist, wie ihr Leben sich jetzt verändert hat, dass sie mit ihren zwei Kindern bei einer Freundin morgens um 9 Uhr auf einer Terrasse sitzen konnte und genießen konnte, nicht zur Arbeit zu gehen, sondern Network Marketing zu machen. Diese Frau hat vorher einen ganz normalen einen Bürojob gehabt, eine leitende Funktion gehabt im Büro. Und ich sag mal, von der Art her, und diese Person hat dieses Geschäft verstanden, hat dieses Geschäft für sich visualisiert und hat gesagt, ich muss eigentlich doch nur weitermachen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Und so hat sie sich ein Team aufgebaut, so hat sie sich etwas geschaffen, wo sie heute schon nach, ich glaube, 3 Jahren sagen kann, ich bin nicht mehr hauptberuflich tätig, was ich unglaublich großartig finde. Und die Chance nutzen kann oder heute in der Situation ist, dass ihr sie und ihr Team unterstützen kann. Und wir kamen gestern im Gespräch an die Situation, dass ich sagte, du hast natürlich mit wachsender Verantwortung, mit wachsendem Team auch wachsende
Aufgaben, die du selber jetzt zu erledigen hast. Wenn du am Anfang noch die Aufgabe hattest, ein Team zu sponsern, einem Team Partner zu finden, Produkt zu sponsern, das wirst du zwar niemals ganz aufhören, aber in dem Moment, wo du Menschen in dein Team bekommst und du ihnen zeigen möchtest, wie sie das Geschäft weiter betreiben, wie sie ein System brauchen. Ich habe gestern das Beispiel gebracht, wir in Deutschland funktionieren, also ein Land wie Deutschland funktioniert deshalb, weil es drei Grundpfeiler hat. Das habt ihr vielleicht alle schon mal gehört aus der Schule. Wir haben in Deutschland die Judikative, die Legislative und die Exekutive. Ja, die Judikative ist die gesetzgebende Kraft in Deutschland. Die sagt, welche Regeln es gibt. Es gibt die Legislative ist die gesetzgebende Kraft. Also die machen die Gesetze, das sind die Gesetze, die wir haben, bürgerliche BGB, HGB und so weiter. Es gibt also Gesetze in Deutschland. Dann haben wir die Judikative. Die Judikative ist die rechtsprechende Situation. Das heißt also, sind die Menschen, die bei einem Regelverstoß prüfen, ob die Regeln eingehalten wurden oder nicht. Das heißt, die Judikative sind die Legislative, die die Gesetze anwenden. Und das sind Richter, Anwälte. Das ist der ganze Bereich, der sozusagen das Gesetz schützt. Und wir haben die Exekutive. Und die Exekutive ist die Polizei, die letztendlich das ausführt und die dafür sorgt, dass die Regeln auch eingehalten werden. So, das heißt also, es gibt drei Instanzen in Deutschland und das ist ein riesengroßer Topf, der sich nur darum sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Und das war so meine Ableitung gestern Abend zum Network Marketing, dass ich gesagt habe, schau, das ist genauso, wenn du wächst in deiner Struktur, je mehr du hast, je mehr Aufgaben hast du, deine Struktur zu fördern, deine Struktur zu pflegen und dafür zu sorgen, dass jeder die richtigen Dinge zur richtigen Zeit kann, dass jeder zur richtigen Zeit die richtigen Dinge macht, dass du das überwachst, dass du auch ein bisschen Exekutive bist, dass du schaust, arbeiten deine Menschen nach einem System, arbeiten deine Teammitglieder richtig in diesem System, hat jeder Zugang zu diesem Ausbildungssystem, hat jeder Zugang zur richtigen zur richtigen Information zur richtigen Zeit. Weil du hast ja jedes Mal, wenn ein neuer Partner kommt, hast du eine komplett neue Ausgangsposition. Und genau das ist ja das, was ich versuchen möchte, mit euch hier zu klären. Was sind die Bilder, was sind die Rahmenbedingungen, aus welchen Problemsituationen kommen Menschen ins Network Marketing? Und was wäre die ideale Heilungssituation? Was könnten wir ihnen anbieten, damit jeder die Chance hat, erfolgreich zu werden. Und dieser Dame habe ich dann gestern gesagt, schau, wenn du ein Team hast von 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 Menschen und die alle wie deine kleinen Satelliten in deinem Kontext, in deinem Sinne unterwegs sind und mit Menschen ansprechen und Menschen vom Geschäft, vom Produkt, von der Firma erzählen, dann haben die alle eine andere Startvoraussetzung. Und es ist ja wichtig, dass du diese Startvoraussetzung relativ schnell normalisierst, damit alle den gleichen Job machen können. Es ist ja wichtig, dass jeder, wenn du mit einer Gruppe von Menschen kommunizieren möchtest, musst du sicherstellen, dass sie alle die gleiche Sprache sprechen. Und in dem Moment, wo die Sprache gesprochen wird und wo ein gemeinsames Grundverständnis ist, kannst du mit ihnen sprechen. So, schau mal, hier sind neue Sachen reingekommen. In die Duplikation kommen ist ein Problem. Okay, super. System um Kunden und Teamorganisationen betreuen. Genau. System um Kunden und Team organisiert zu betreuen. Super, sehr, sehr gut. Beim Nachfassen wird zwar Begeisterung geäußert, aber dann kommen Argumente, dass es zu teuer wird auf Dauer. Okay, da haben wir wieder den Produktpreis. Das heißt also, die Menschen sind interessiert, aber irgendwie kommen sie noch nicht an den Punkt. Super. Ja, ging mir so, da ist jemand, hat 2 Jahre pausiert und ist dann wieder eingestiegen. So, dann kriege ich noch ein paar guten Morgen. Also ihr lasst mich gerade so ein bisschen hängen, ihr Lieben. Ne? Was sind die Probleme, die man hat, wenn man mit Network Marketing sich beschäftigt? Es gibt ja noch ein Problem, ich habe mir noch mehrere Sachen aufgeschrieben. Was ist, seht ihr das auch so, dass es sein kann, dass ein Networker seine Firma liebt, aber sein Sponsor ihn nicht ausbildet, dass der Sponsor letztendlich ihm ein schlechtes Vorbild ist und ihn nicht ausbildet. Es könnte sein, dass ein Networker neu startet, ich glaube, das haben wir schon gesagt,
und dass seine Upline, also der, der ihn eingeschrieben hat, ebenfalls selber ein Neustarter ist und in diesem Sinne auch ganz neu ist. So, ich muss hier mal das leise machen. Ich kriege hier so viele Nachrichten von der Veranstaltung von morgen. Ich habe ja so ein, wir haben ja eine neue Frau programmiert. Habt ihr das mitgekriegt? Ihr müsst im Grunde genommen nur bei uns auf dem Profil auf Networker Herzblut einmal auf Los geht, auf Nachricht schicken und trippen, wenn ihr auf Nachrichten geht. Und dann werdet ihr Nettie kennenlernen. Wir haben Nettie programmiert. Nettie ist der Kunstname oder ist der Name von unserer virtuellen Assistentin. Nettie sorgt dafür, dass wir euch mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit versorgen. Nettie ist ein Chatbot, so nennt man das. Also sie spricht mit euch und wir haben, so wie man einen Plan macht, was wird wann passieren, haben wir die Kommunikation mit Nettie, mit diesem Chatbot sozusagen vorbereitet. Und die erste Situation ist, dass wir eingeladen haben zu der Veranstaltung morgen früh um 10 beziehungsweise um 20 Uhr. Und wenn ihr mal erleben wollt, wie ein Chatbot funktioniert, dann geht ihr jetzt gleich einfach bei Networker Herzblut auf Los geht's, also auf Kommunikation, auf Nachricht schicken. Und dann wird sich Nettie bei euch melden. Oh, hier sind neue Sachen reingekommen. Die Jela schreibt, ja, das Teuer kommt oft ins Spiel. Hauptsächlich Produktkunden. Das verstehe ich jetzt nicht. Unwissenheit, ja, okay. Verbindungsqualität beim Nachfassen aufbauen. Ja, genau, das ist wichtig, das ist gut. Mein Sponsor ist nicht erreichbar, das heißt also, du brauchst Hilfe und der Sponsor ist gerade nicht da. Super. Die Skepsis der Menschen auf den gut gepolsterten Sitzkissen. Okay, das sind dann, glaube ich, die viel drüber reden, aber überhaupt keine Ahnung haben, die sich nicht selber in das Thema reindenken und nicht selber mitmachen. Also super, jetzt scheint der Knoten geplatzt zu sein, jetzt sind wir im Brainstorming, jetzt macht er mit. Wenn man keinen guten Sponsor hat, nimmt man Networker Herzblut als Wunsch-Upline. Genau, also das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja eure virtuelle Upline sein. Also wir wollen die sein, die euch dann zur Verfügung stehen, wenn ihr uns braucht. Also ich will ja gar keinen Sponsor vertreiben. Wenn du Network Marketing machst und du hast einen guten Sponsor, du hast eine gute Firma, du hast ein gutes Ausbildungssystem und du passt alles, dann ist das doch super. Ja, dann kannst du ab und zu mal hier reinhören und lässt dich von uns inspirieren und spürst, ja, okay, wir sind alle auf dem richtigen Weg, aber wir sind immer nur dann notwendig. Uns brauchst, weißt du, du brauchst nur dann ein Glas, wenn du was da reinschütten möchtest. Ja, ansonsten ist alles gut. Wir sind immer nur die, die dann kommen, wenn es ein Plan, wir sind Plan B sozusagen. Der Weg vom Wissen zum Tun, richtig? Das ist allerdings nicht Network Marketing typisch. Du hast ganz recht, Hans-Peter. Aber der Weg vom Wissen ins Tun, der ist natürlich überall, ja. Der ist beim Sprachlernen, beim Bodybuilding, beim Skilaufen lernen und auch beim Network Marketing. Und man muss so anfangen, es anzuwenden. Einzelkämpfer, da direkte Upline nicht aktiv ist. Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr häufiges Problem, dass davor die ganze Welt aussteigt. Du hast eine Upline, du bist in deinem System und du merkst, dass der über dir und der da drüber, die haben schon lange wieder aufgehört und du fragst dich, wieso eigentlich? Das ist doch das genialste Geschäft überhaupt. Aber du hast halt keinen direkten Ansprechpartner. Und der da drüber dann für dich ansprechbar wäre, der ist halt so weit weg von dir. Und vielleicht ist der auch halt dumm und kümmert sich nicht um dich. Ja. So, das ist gut. Ich habe noch kein eigenes Team, da ich neu bin. Ja gut, das ist wunderbar. Aber das ist ja sozusagen auch ein Problem. Weil du noch kein Team hast, musst du ja trotzdem irgendwie das Geschäft betreiben. Network Marketing, das ist ja genau ein Thema, Annette, was ich meine. Ein Problem könnte ja sein, dass du sagst, ich habe noch kein Team, ich bin total begeistert, meine Upline ist gerade nicht in der Lage, mich wirklich richtig zu unterstützen. Ich brauche jetzt jemanden, an dem ich mich festhalten kann. Und ich kann auch an mein Team noch nichts weitergeben, weil ich noch kein Team habe, ich bin noch ganz alleine. Und ich sag mal, im schlimmsten Falle gehen wir mal davon aus, dass du im ersten Jahr auch alleine bleibst. Im allerschlimmsten Fall. Ich habe das noch nie erlebt, dass einer ein Jahr alleine bleibt. Aber meine Haltung ist immer, gestern habe ich mich wieder mit einer Dame unterhalten, die mir was erzählt hat, und dann habe ich gesagt, nein, ich bin der Network Marketing langsam erklärt. Du hast die Möglichkeit, dich auch woanders ausbilden zu lassen, wo man dir erzählt, schnell, 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 schnell. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, du musst eine Haltung bekommen, du musst ein Gefühl dafür bekommen, du musst eine Ausstrahlung bekommen, du musst reinwachsen in dieses Gefühl, dich natürlich mit Menschen zu verbinden. Du musst hineinwachsen in dieses Gefühl, dass wenn du aus dem Haus gehst,
dass du mit gehobenem Blick und mit klarem und mit einem Lächeln in den Bus, in die Straßenbahn einsteigst oder zu Fuß gehst. Es muss für dich normal werden, dass du Menschen anlächelst. Es darf für dich normal werden, dass du Menschen anlächelst. Es darf für dich normal werden, dass wenn dir jemanden vorstellt, dass du ihm in die Augen guckst und mit ihm ein kurzes 30-sekündiges Gespräch führst und eine Frage mehr stellst. Ich habe gestern zwei Menschen kennengelernt, ein Ehepaar kennengelernt aus den Vereinigten Staaten. Ich wusste es nicht. Ich habe aber gehört, dass die Englisch sprachen. Ich habe ihnen die Hand gegeben. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Markus. Habe ihnen in die Hand geguckt, beiden. Und habe gesagt, herzlich willkommen in Köln. So, weil ich sie in Köln begrüßen wollte. Ich habe gesagt, herzlich willkommen in Köln. So, und sie sagten, ja, wunderbar. Ich sage, ist es euer erste, also meine erste Frage war, ist es dein erster Besuch in Köln oder in Deutschland? Und wie gefällt es dir in Deutschland? Und dadurch, dass ich gesagt habe, herzlich willkommen in Köln, stell dir mal vor, du bist in einem anderen Land und jemand kommt auf dich zu und gibt dir die Hand und sagt, sag mal Marokko, herzlich willkommen in Marokko. Das ist doch was Freundliches. Und das habe ich ja nicht vorher geübt. Ich habe ja nicht in ein Handbuch geguckt und habe gesagt, oh, was sage ich jetzt? Aber dadurch, ich hätte auch sagen können, nicken können. Ich habe mir aufgestanden von meinem Tisch, vom Essen, bin dorthin gegangen, also weil es einen Blickkontakt gab und habe mich vorgestellt, habe beiden die Hand gegeben. So, und ich möchte, dass du dieses Grundgefühl lernst, dass du ein Grundgefühl für Offenheit lernst, dass du Gespräche initiierst, dass du Fragen stellst. Und wir waren relativ schnell im Gespräch und da ging es um Handschlag, weil ich habe beiden die Hand gegeben und er hat gesagt, dass er meinen Händedruck mag. Und er sagte, in Amerika ist es manchmal so, die Leute geben dir so die Hand und hielten mir so einen Waschlappen dahin. Kennst du das, wenn Leute dir einfach nur so eine Waschlappenhand dahin halten und du dann dieses Uah. So, und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich erzählt, dass ich das meiner Tochter beigebracht hätte, dass das auch was mit Verbindlichkeit, Verbindung zu tun hat. Und dann kamen wir darauf, dass ich dann gesagt habe, was ich nicht so gerne mag, ist, wenn man die Hand gibt und dann noch die andere Hand damit drauflegt. Das ist so eine sehr dominante Geste, die manche Menschen machen, ja, also meistens machen das Männer. Und dann habe ich gesagt, das ist etwas, was auch hier euer Präsident Donald Trump immer tut. Wenn du den siehst, wenn der jemanden die Hand gibt, der gibt immer die Hand und legt dann seine noch so oben drauf und hat dann, ist eine sehr dominante Geste, die da passiert. Und dann sprachen wir plötzlich über Trump. Das heißt also, es hat sich sofort ein Gespräch ergeben, weil ich aufgestanden war, weil ich gesagt habe, herzlich willkommen. Und es geht jetzt gar nicht darum, was ich alles gut mache. Es geht darum, dass ich dir gerade ja vermitteln möchte. Network Marketing, ich wünsche mir, dass du dir die Zeit nimmst, dass du nicht denkst, wann komme ich an den ersten Partner, wann komme ich an den ersten Partner, weil da passieren immer wieder die gleichen Grundfehler. Da komme ich jetzt gleich noch einmal zu. Denkt bitte dran, dass ihr noch die Sachen alle hier reinschreibt, die ihr glaubt, dass die nicht in Ordnung sein können. Du brauchst die Zeit, um ein Gefühl für dieses Geschäft zu bekommen, weil ich kann dir versprechen, und das passiert immer wieder, wenn du in dem Gefühl bist, oh, ich muss doch jetzt endlich mal einen Partner haben, ich muss endlich mal einen Partner haben, wirst du wahrscheinlich eine Sache nicht tun, die aber ganz, 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 ganz wichtig ist. Erinnere dich an den Startfragebogen. Im Startfragebogen kommt auch die Frage vor, warum möchtest du Network Marketing machen? Und jetzt erinnerst du dich an, du hast wahrscheinlich schon meine Videos gesehen, an das Ziel. Da steht nämlich drin, sag kurz, wofür Network Marketing dein Ziel ist. Und diese erste Frage, die wir dort stellen, ist deshalb so wichtig, weil die meisten Menschen, die ins Network Marketing kommen, beantworten diese Frage nicht korrekt. Sie beantworten diese Frage mit, ja, ich möchte gerne finanzielle Freiheit haben. Ich möchte mir gerne ein bisschen was leisten können. So. Jetzt ist die Lehre, die ideale Form, die ich auch versuche zu vermitteln, ist, lass den nicht mit seiner finanziellen Freiheit davonkommen, sondern du musst ihn so weit bringen, dass du verstehst, was er mit der finanziellen Freiheit anrichten möchte. Die finanzielle Freiheit ist kein Ziel. Finanzielle Freiheit ist ein Gedankenkonstrukt. Das ist wiederum ein Vehikel. Wenn du finanzielle Freiheit hast, dann kannst du das tun, das tun, das tun, das tun, das tun. Finanzielle Freiheit selber ist kein Ziel. So wie ein 50-Euro-Schein kein Ziel ist und auch ein 500-Euro-Schein ist kein Ziel. Natürlich möchte den jeder haben, aber nur um damit etwas zu tun. Um dir damit Essen, Nahrung, Miete, Kleidung, Luxusgegenstände, was auch immer zu kaufen.
Ein 500-Euro-Schein ist niemals ein Ziel. Ein 500-Euro-Schein ist ein Vehikel, ein Zwischenstufe, ein Schmiermittel, etwas, was etwas ermöglicht. Und das ist bei finanzieller Freiheit genauso. So. Wir sind in dem Gedankenkonstrukt, dass du einen neuen Partner hast, den ersten Partner hast. Und der fängt an. Und du bist halt schon jetzt seit 3 Monaten dabei und du hast endlich einen gefunden, der dieses Geschäft machen möchte. Jetzt, wenn du jetzt im Rush, also in dem unter Druck arbeitest und sagst, ich muss auch jetzt mal dringend jemanden finden, und du nicht die erste Grundfrage stellst, die richtige Frage stellst, warum willst du denn Network Marketing machen? Oder wenn du ihm nicht die richtigen Videos zeigst, wo ihm erklärt wird, warum sein Ziel so wichtig ist und dass man das über warum, also über 3, 4, 5, 6 Mal warum klären muss. Wenn du das nicht verstanden hast, wird er starten mit einem ganz schwachen Mindset. Er startet, indem er sagt, ich mache das jetzt mal, ich möchte finanzielle Freiheit haben. Wenn du es nicht geschafft hast, auf eine Emotion zu kommen, die ihn bewegt, erinnert euch an die Geschichte von dem Vater, der zu mir gesagt hat, ich möchte gerne finanzielle Freiheit haben. Und ich habe gesagt, warum? Er sagte, ja, warum, damit ich mir mehr leisten kann. Ja, ich sage, warum möchtest du denn gerne mehr leisten? Zweites, warum? Wir wollen ja auch mal umziehen, wir wollen ja auch mal woanders wohnen, damit ich mir mein Haus leisten kann. Ah, okay. Warum möchtest du denn ein Haus haben? Und der hat dann irgendwann aufgegeben, den Kopf zu schütteln und hat einfach sich darauf eingelassen und hat dann gesagt, ja, damit meine Kinder auch jeder ein eigenes Zimmer haben können. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen und die sind halt 2 Jahre auseinander und die wohnen noch in einem Zimmer, aber irgendwann möchte ich, dass die beiden ein eigenes Zimmer haben können. Und warum ist es wichtig, dass die ein eigenes Zimmer haben? Ja, so nach dem Motto, Markus, ist doch ganz klar, damit die sich eigenständig entwickeln können, damit jeder sein Junge und Mädchen, die können ja nicht bis sie in der Pubertät sind, in einem Zimmer sein, die brauchen ja ihren eigenen Platz, die müssen ja auch mal Freunde mitbringen können und meine Tochter will ja mit ihrer Freundin spielen, da kann ja mein Sohn nicht bei sein, also nicht immer. Ach, warum ist es denn wichtig, dass die Kinder ein eigenes Zimmer haben und sich eigenständig entwickeln? Und dann kam raus, dass er gesagt hat, damit sie spüren, dass ich mich darum gekümmert habe, damit sie merken, dass ich ein guter Vater war. Das heißt, dann habe ich zu ihm gesagt, stell dir mal eine Situation vor. Stell dir mal vor, ihr seid eingezogen in euer Haus. Deine beiden Kinder haben jeder ihr eigenes Zimmer. Und es ist der erste Abend, wo alles eingeräumt ist. Die Betten sind gemacht. Ihr habt das Oberbett. Es ist alles so. In einer neuen Wohnung ist ja einfach alles einmal neu. Ja? Und die legen sich den ersten Abend ins Bett und du setzt dich so auf die Bettkante und guckst deinen Kindern so ins Gesicht. Also einzeln, erst der Tochter, dann dem Jungen. Und stell dir mal vor, du sagst zu deiner Tochter, und gefällt dir dein neues Zimmer? Und sie nimmt dich in den Arm und sagt, Papa, das ist so super schön. Ich bin so froh, dass ich jetzt mein eigenes Zimmer habe und nicht mehr mit dem Joel im Zimmer sein muss. Ich finde es so schön. Jetzt habe ich meine Zeit. Jetzt kann ich meine Tür zumachen. Jetzt kann ich hier spielen und meine Hausaufgaben machen. Und in dem Moment nimmt sie dich in den Arm und sagt, danke, Papa. Das ist ein Gefühl. Das musst du haben, wenn du Network Marketing machst. Natürlich nicht in der Kindersituation, sondern auf irgendetwas bezogen. Du brauchst eine Verbindung zu deinem Ziel. Du musst wissen, warum du das tust. Du musst wissen, warum wusste Arnold Schwarzenegger, was wollte er tun, als er jeden Tag sein Bodybuilding machte, was anstrengend war. Doch nicht, weil er gesagt hat, ich will einen beweglichen Körper haben. Der hatte ein anderes Ziel. Der wollte außergewöhnlich gut aussehen. Der wollte Bodybuilding-Weltmeister werden. Der hatte das Gefühl, ich weiß, wie es ist, wenn ich auf der Bühne stehe. So, nochmal zurück zu dem Problem. Wenn du es nicht schaffst, übrigens, schreibt hier bitte weiter eure Sachen rein, ne? Immer schön weiter reinschreiben, was sind die Probleme, die man im Network-Marketing hat oder die entstehen können im Network-Marketing, damit wir die lösen können. Das heißt, wenn du neu bist und du bist ein halbes Jahr, ein Vierteljahr dabei und du wünschst dir einen neuen Partner und du findest jemanden und der sagt, ja, ich will finanzielle Freiheit und du sagst, okay, alles egal, jetzt schreibe ich dich ein. Dann passiert eins, dein System startet schon weich. Weil glaubst du eigentlich, dass diese Person jemals mit einem warum Kette durchgehen wird? Weil du ihn haben möchtest, verzichtest du drauf, weil es dir wichtiger ist, jetzt einen Partner zu haben, als dass du den richtigen Partner hast und dass du ihm richtig das Gefühl gibst, wirst du darauf verzichten. Und damit ist diese Struktur, die dann um diese Person herum vielleicht entsteht, wenn sie überhaupt entsteht, die ist von vornherein falsch.
Du weißt ja, was wichtig ist. Du weißt ja, jetzt spätestens nach diesem Call, jetzt weißt du, wie wichtig es ist, denjenigen auf seinen Warum zu prüfen. Also, geh her und prüf ihn auf sein Warum. Frage, was ist der Grund, warum du das machen möchtest? Und verbinde sein Warum mit einer Emotion. Und dann bist du an dem richtigen Punkt. Und deshalb sage ich dir, du brauchst vom ersten Tag an die richtige Ausbildung und du musst es vom ersten Tag richtig machen, wenn dir das, was ich dir erzähle, gefällt. Wenn du natürlich sagst, nein, ich möchte gerne anders arbeiten, ich möchte die und die und die Dinge lernen, die andere beibringen, dann kann ich dir leider nicht helfen. Okay, dann haben wir hier nochmal, ich bin in einer Sekte, das hat hier jemand gesagt, das könnte ein Problem sein. Also es sind so Glaubenssätze von anderen. Ja, was ist hier noch? Einzelkämpfer, aber mein Team möchte ich nach dem Vorbild von Network. Okay, wunderbar. Das freut mich natürlich, Andrea. Wunderschönen guten Morgen. Mein Sponsor hat auch eine Upline. Dort kann Hilfe suchen, aber muss man immer selbst. Okay, klar. Aber ist doch super. Wenn du jemanden hast, das ist ja ganz, ganz wertvoll, in der Organisation, in der Struktur jemanden zu haben, der gut für dich ist und der selber auch Hilfe hat. Und dann dort Hilfe suchen, aber man muss immer so. Ja klar, man muss natürlich immer selber, wenn man sich selbstständig macht, wenn man unternehmerisch wird, wird man immer selber gefordert sein. Es ist oft, es fehlt oft die wirkliche Entscheidung vom Herzen zu 100% für Network Marketing, für die Firma und für die Produkte. Und so siegt die Unsicherheit. Genau richtig, Kerstin, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier Ernsthaftigkeit reinkommt, dass man eine Überzeugung braucht vom richtigen Weg, also von sich selber. Ich muss an mich glauben, ich muss an Network Marketing glauben, ich muss an die Firma glauben und ich muss an vielleicht sogar auch an das eine Produkt glauben, was ich einem Kunden empfehle. Kunden zu motivieren, Partner zu werden. Okay, das ist ein Problem, richtig? Danke, Rita. An den Arm fassen ist genauso dominant. Ja, genau, das ist die Begrüßungsform. Es ist respektlos und braucht die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz. Genau, Thomas, das ist richtig. Wenn man zu schnell aufgibt, weil Neinsager dir den Spaß nehmen wollen, ich habe das mit meinem Team mitbekommen, wenn es nicht direkt klappt, geben welche auf. Und genau, Andrea, und das ist der Grund, was ich gerade beschrieben habe. Wenn du es nicht geschafft hast, eine emotionale Verbindung herzustellen zwischen dem Ziel, was er erreichen möchte, und dem Vehikel, wo er jetzt gerade eingestiegen, in das er gerade eingestiegen ist, Network Marketing, ja, dann wirst du nicht vorankommen. Du musst halt genau das schaffen, dass Network Marketing als ein Vehikel gesehen wird und nicht als eine, ach, ich mach das mal eben. Network Marketing macht man nicht mal eben. Also du kannst das natürlich tun, da wirst du nur nie erfolgreich. So, hatte einige Interessenten, die glaubten, bei Network Marketing erhält man Geld fürs Nichtstun. Ja, das kann passieren. Aber die sortieren sich relativ schnell aus. Die Durststrecke durchziehen, in der man noch kein Geld verdient und konsequent dranbleiben. Ganz genau, das muss man tun. Dafür braucht man Inspiration, Begleitung und auch vielleicht ein bisschen System. Viele trauen sich nicht groß zu denken. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht, Katharina, das tun viele nicht. Vorurteile gibt es. Die Suche nach, suche dein Warum und verbinde es mit deiner Emotion. Genau, das ist das, was ich gerade erklären wollte oder erklärt habe. Dagmar Frank, im Hauptjob kürzer treten, um Network Marketing richtig aufzubauen, um Zeit zum Nachweisen zu haben. Ja, aber vorsichtig. Ich sage mal ganz vorsichtig. Kürzer treten ist gut, aber meine tiefe, tiefe, tiefe Überzeugung ist, dass du eine Wertschätzung für deinen Hauptjob brauchst. Selbst wenn dein Hauptjob dir nicht gefällt, da kommt jetzt gleich was zu, aber dein Hauptjob ist das, wovon du lebst. Das ist das Fundament, auf dem alles passiert. Du kaufst deine Kleidung, du zahlst deine Miete, deine Nahrung, deine Versicherung, alles das, was dich am Leben erhält, zahlst du aus deinem Hauptjob. Jetzt kann es sein, dass dein Hauptjob dir nicht gefällt und du möchtest ausweichen auf Network Marketing. Das Schlimmste, meine ich, ist, dass man sich in eine Drucksituation begibt und seinen Hauptjob kündigt und sagt, ich mache jetzt nur noch Network Marketing. Das heißt, ich sage immer, such dir einen geeigneteren Hauptjob. Wechsel den Hauptjob, geh vom Hauptjob A in den Hauptjob B, damit du eine Chance hast, auf dieser Basis Network Marketing nebenbei aufzubauen. Niemals, bitte, bitte, Leute, da bin ich ganz, ganz sensibel, bitte gebt nicht euren wichtigen Job auf, um Network Marketing zu machen. Und wenn, wie Dagmar gerade schreibt, etwas kürzer zu treten, wenn du es schaffst und du kannst davon leben, dass du von 40 Stunden, sag mal, auf 32 Stunden reduzierst und hast dann halt noch einen Teilzeitjob, aber trotzdem noch ein Volumen so groß, dass du davon leben kannst, ist das hervorragend, das ist super. Aber nicht auf die Idee kommen, den Job zu kündigen, bevor du mit Network Marketing ein stabiles, sicheres Einkommen hast, was dich auf der
was dich erhält, was dich tragen kann. So, sagen bei einem Wiederkontakt, was sage ich bei einem Wiederkontakt heute Abend Klassen? Ah, okay, wunderbar, genau, solche Sachen, wo man Leute jahrelang nicht gesehen hat, Schulfreunde, Ex-Partner und so weiter, und was kann man da sagen? Ja, das ist super. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, gut, das wünsche ich euch auch, Rest im Replay. Einmal mehr, seit einiger Zeit kann ich besser fragen, um eher an den Punkt zu kommen, wo die Emotion beginnt. Genau, Andrea, prima, freue mich. Das ist schön. So, dann haben wir noch ganz herzlichen Dank. Coaching war heute wieder so eine Bereicherung. Ja, eigentlich habe ich eigentlich gedacht, ihr seid heute eine Bereicherung für mich. Wenn ich trotzdem was liefern konnte für euch, freue ich mich sehr. Morgen früh um 7:30 werde ich wahrscheinlich einfach nur mal einmal kurz Hallo sagen und an 10 Uhr erinnern. Also morgen um 10 und um 20 Uhr solltet ihr nicht verpassen. Geht bitte jetzt einmal kurz auf die Webseite oder auf die, nicht die Webseite, die Facebook-Seite. Klickt auf Nachrichten. Das ist direkt oben rechts unter dem Bild. Und dann werdet ihr mit Netty Kontakt haben und dann wird euch Netty dahin führen, dass ihr die Einladung zur Veranstaltung morgen habt. Und der Call morgen um 10 und der auch um 20 Uhr morgen, zu dem ihr bitte auch euer Team einladet, der ist extrem wichtig, weil dort gibt's die zweite Revolution im Network Marketing. Da haben wir uns sehr, sehr coole Sachen ausgedacht und ich bin mir sicher, dass ihr morgen extrem begeistert sein werdet. Weil ich kann selber noch gar nicht glauben, ich bin so aufgeregt, weil ich habe einfach mal das Leben auf den Kopf gestellt und habe gesagt, okay, das machen wir jetzt. Mich halten zwar viele für sehr verrückt, aber morgen wird sich dann zeigen, wie verrückt ich bin. Bitte vergesst das nicht, morgen um 10 oder um 8 sind inhaltlich gleich, aber natürlich kann sein, dass ich um 10 Uhr was mache, was ich um 8 Uhr nicht mehr mache, weil es einfach dumm war. Mal sehen. So, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Habt viel Spaß. Übrigens noch Blutsgeschwister. Ich hab gleich ein Bewerbungsgespräch für die Blutsgeschwister. Die letzte Blutsgeschwister-Staffel, die 12 Monate lang geht. Die letzte Blutsgeschwister-Staffel startet nächste Woche. Ich habe dort noch wenige Plätze. Wer also Lust hat, mit mir ein Jahr lang zusammenzuarbeiten, wer ein Jahr lang in täglichem Kontakt sein möchte und sein Geschäft nach vorne treiben möchte, der kann, darf sich jetzt noch bei mir melden und mir eine Nachricht schreiben über Messenger oder über WhatsApp, wenn ihr mich kennt, und sagen, ich möchte gerne mit dir reden. Dann reden wir mal über das Blutsgeschwisterprogramm, weil die letzte Blutsgeschwisterstaffel, 12-monatige Blutsgeschwisterstaffel, die schon sehr viel Erfolg hervorgebracht hat, startet am 24. und 26. Mai dieses Jahres. Also, liebe Grüße, vielen Dank, da ist noch was gekommen und ich freue mich auf morgen früh 10 Uhr mit euch. Ganz kurz zum Monicol Hallo sagen, um 7:30 schütteln und dann geht's um 10 Uhr weiter. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.